Hey ho, hier ist wieder euer Ray und diesmal gibt es wieder eine Geschichte aus dem Buch Die lustigen 5-Minuten-Geschichten von Pepper Woods. Ja, die Kinder kennen das. Pepper Woods ist wirklich ein Hype gerade, das ist ja Wahnsinn. Ist schon nicht schlecht, schon ganz lustig. Also ich werde jetzt mal einfach mal vorlesen. Die Geschichte heißt Die Zahnfee. Heute gibt es das Lieblingsessen von Pepper und George, Spaghetti. Schlürp, laut zieht Pepper die Nudeln mit dem Mund hoch. Auf einmal macht es Klang und etwas Weißes landet auf dem Teller. Was ist das? Wundert Pepper sich. Ein Zahn, sagt Papa Woods. Wo ist der hergekommen? Will Pepper wissen. Schau mal in den Spiegel, sagt Mama Woods. Oh, ruft Pepper, es ist mein Zahn. Er ist rausgefallen. Keine Sorge, sagt Mama. Es ist ein Milchzahn. Die müssen rausfallen. Kriege ich einen neuen? Fragt Pepper besorgt. Ja, der wächst nach. Und bestimmt kommt die Zahnfee heute Nacht, wenn du deinen Zahn unter ein Kissen legst, sagt Mama. Sie holt sich den Zahn und legt dir dafür einen Goldtaler hin. Wenn ich groß bin, will ich Zahnfee sein, sagt Pepper. Schnell, Schorsch, ruf sie dann. Es ist Schlafenszeit. Wir wollen die Zahnfee nicht verpassen. Bevor sie schlafen gehen, putzen sich Pepper und George die Zähne. Auch der herausgefallene Zahn wird geputzt, damit er hübsch und sauber ist für die Zahnfee, sagt sie zu Mama und Papa. Pepper kann gar nicht schnell genug ins Bett kommen. Sorgfältig legt sie den Zahn unter ihr Kopfkissen. Schlaft gut, Pepper und George, sagt Mama Woods. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen, sagt Papa Woods und macht das Licht aus. Pepper hat eine Idee. Ich werde die ganze Nacht wach bleiben, sagt sie zu George. Ich will die Zahnfee sehen. Pepper wartet. Die Zahnfee kommt ganz schön spät, sagt sie. Wo bleibt sie nur? Plötzlich hört sie ein Geräusch. George, hörst du das? Pepper beugt sich herunter zu George, aber das Geräusch ist nur sein Schnarchen. George ist überhaupt nicht gut im Wachbleiben, findet Pepper. Ich schon. Und schwupps ist auch sie eingeschlafen. Die Zahnfee ist da, aber Pepper schläft tief und fest. Hallo Pepper, sagt die Zahnfee, gibst du mir deinen Zahn für diesen Goldtaler? Aber Pepper schnarcht nur leise vor sich hin. Oh, wie blitzeblank der Zahn ist, freut sich die Zahnfee und tauscht den Zahn gegen den Goldtaler. Schönen Dank, Pepper, schlaf gut. Dann fliegt sie davon. Guten Morgen, Pepper, George, wacht auf. Mama und Papa Woods kommen ins Kinderzimmer. Was? Ich hab doch gar nicht geschlafen, sagt Pepper. War die Zahnfee da? Fragt Papa Woods. Nein, sagt Pepper. Guck doch mal nach, meinte Papa Woods. Das macht Pepper und unter dem Kissen liegt tatsächlich ein Goldtaler. Hurra, freut Pepper sich. Du hast also doch geschlafen, oder? Fragt Mama Woods. Also, vielleicht, gibt Pepper zu. Aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. In diesem Sinne, ich wünsche einen schönen Abend.